sind jede Menge Leute da, sogar bis aus Berlin angereist. Der Howie gestern Abend schon. Riesen Auflauf. Schön, dass ihr da seid. Fast geschafft haben, bis heute geheim zu halten. Dann kam uns leider jemand dazwischen. Aber das tat der ganzen Sache keinen Abbruch. Crazy XXL, wer hat sich den Namen ausgedacht? Hier. Gestern Abend fing deine zweite Einzeltour an in Mannheim. Wie war's? Das war schon echt geil. Das ist riesig. Ich freue mich erstmal, dass ich wieder auf Tour bin. Viel Spaß, großen Applaus an alle Teams. Der Ball rollt. Auch Sie können heute hier was gewinnen. Machen Sie mit bei unserer Schnitzeljagd. Ganz besonders interessiert mich der Kinderwagen. Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Habe ich richtig verstanden? Wenn der Kinderwagen einen Platten hat, komme ich hierher. Genau. Heute Stadtspieltag der blinden Fußball-Bundesliga in Regensburg und das heißt, dass hier auf dem Neupfarrplatz jede Menge los ist. Seit 10 Uhr in der Früh wird gespielt, bis 17.30 Uhr läuft das Ganze. 6 Teams aus ganz Deutschland sind da und das Motto heißt, mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft. Der Hausherr soll natürlich zu Wort kommen, aber ich erlaube mir trotzdem, den Christian Stache noch mal vorher zu fragen. Denn warum tut sich das so ein kleiner Verein wie der FC Inter, der gerade mal 40 Mitglieder hat, in etwa ein Hobby-Fußballverein ist, warum tut der sich das an und hat diesen Stadtspieltag nach Regensburg geholt? Vor etwas über einem Jahr, ich glaube es war letztes Jahr im Juni, war der erste Vororttermin hier am Neupfarrplatz. Soweit ich weiß, durften Sie damals auch als Vertreter der Stadt schon dabei sein. Hatten Sie bis dahin überhaupt schon jemals was vom blinden Fußball gehört? Ich habe hier so eine Augenbinde in der Hand, denn die Spieler, die noch ein bisschen Sehvermögen haben, die setzen so eine Brille auf, dass wirklich alle Spieler der Mannschaft gleiche Voraussetzungen haben. Der Ball ist etwas kleiner als ein herkömmlicher Fußball. Er ist etwas schwerer, weil er hat Rasseln. Die blinden Spieler sehen nichts, deswegen müssen sie hören, wo sich der Ball befindet. Und damit hören sie auch, wenn jemand mit dem Ball auf sie zuläuft.